Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jawohl, wir haben auf unseren Schultern den Aufseherchef von den Ordenstypen hier, ne? Und den möchten wir gern den Heulern abliefern. Doch zuerst wäre es nicht so schlecht, hinter uns, also da seitlich hier die Rune, nein, Knochenartefakt, Entschuldigung, uns zu schnappen. Jetzt ist die Frage, schaffen wir es mitsamt unserem Paket, das wir auf den Schultern tragen, heil und sicher darüber, um eben das besagte Knochenartefakt zu holen. So, jo, gehen wir es glaube ich an, ne? Das Ganze ist halt alles nur nicht auffällig, ne? Was ich da machen tue. Komm ich. Ach so, da haben wir Domino. Den Domino brauchen wir gerade nicht. Ich will nur darüber kommen, irgendwie. Das ist die Frage. Wow. Wie wir das am besten schaffen können. Okay, so anscheinend nicht wirklich. Oh, jetzt geht es aus. Ah ja. Gut, dann probieren wir es einfach mal. Hui! So. Aha, da unten steht auch so ein Hampelmann, ne? Jo, wir sollen da aber irgendwie reinkommen tun. Es wäre schon fast klasse, unser Paket hier irgendwo abzulegen. Und es dann später wieder zu holen. Ich denke, ich lasse ihn mal hier liegen. So. Ich stecke mal die Waffe weg. Vielleicht. Ein glitzerndes Ding. Mehr nicht. Zierat. Flitter. Und doch ist es mir ins Auge gesprungen. Warum nur diese Versuchung? Ja. Genau. Na, komm her, du Kerl. Jawohl. Sehr gut, verbunden sind sie schon mal. Ich hoffe, sie bleiben auch verbunden. Ja. So, mal schauen, ob es klappt. Schaut nicht so schlecht aus. Oh, da ist ein Hundi. Den Hund habe ich nicht gesehen. Ups. Hey du, komm was? Her. Das war nicht dein Ernst jetzt, oder? Und nochmal. Hey, wo kommt denn der Kerl jetzt her? Wie gemein sind das jetzt schon wieder? Herrschaftszeiten, echt? Fängt schon wieder super an. Ah ja. So ein Dreck. Ja, bradaram di düdüldü. Ja. Ich hab den blöden Köter habe ich sowieso nicht gesehen. Aber er schläft, ja, also von dem her. Huch, Die wird in dir hervorsteigen wie ein ansteckender Schwarm, der alles in seinem Weg verschlingt, selbst den Schmutz. Da geht er. Ja. So ein Dreck. Handlungen ein helles Feuer entfachen. Andere sehen. Ah ja, natürlich. Entschuldigung, die falsche Fähigkeit. So. Jetzt aber, ne? Wieder darüber. Hüpf. Den guten legen wir hier wieder ab. Bitteschön. So, nochmal von vorn. Also, Domino. Wo ist jetzt der Kerl hergekommen? Skandis. Na los. Ich frage Sie heute noch einmal, ob dies wirklich Ihr Weg sein soll. Offensichtlich war der Outsider nicht schneller. Da hinten ist ja nur ein Köter, ne?
müssen die jetzt bitte herkommen? Die müssten jetzt verbunden sein, ne? Wie zum Teufel ist denn das jetzt? Ist mir gerade ein Rätsel. Wo kam? Wo die war? Sind doch Brüder. Der eine. Das hätte ich sagen sollen. Nun wird mich die ganze Nacht Gewissensbisse plagen. Hunde kann man nicht Domino, ne? Nö. Den Hund habe ich überhaupt nicht gesehen, ich schwöre. Na, geht's jetzt weg? Ich glaube, das geht schon. So, ich will da irgendwie... So, win. Würdest du dich verstecken? Danke, sehr nett. Da hinten! Jetzt sehe ich diesen Mistkerl, okay. So, und wo dürfen wir jetzt rein? Hier, glaube ich, irgendwo. Aha, oben? Na, das ist der Vizeaufseher. Da irgendwo. Wie komme ich da rein? Ah, ich sehe schon. Fensterchen. Ein Fensterchen. Hallo, ist hier jemand? Nein, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hallo. Und da haben wir es schon. Das Knochenfragmentchen. Boah, wenn ich das zusammenhau, ne? Ist da was Wertvolles? Nö. Silberdeckprisma. Nehmen wir auch mit, oder? Amadeo Monte. Was haben wir denn da? Amadeo Monte. Künstler zeichnet, zeichnet Werbung und Porträts für die Zeitungen. Wohnt beim Anleger. Hab ihn entdeckt, als er sein Hemd in einem Würfelspiel im Crone's Hand verloren hat. Scheint interessante Tinte auf dem Rücken zu haben. Oh, möchte ich mir gerne mal ansehen. Amadeo getroffen. Echt ungewöhnliche Tätowierungen. Muss ihn wohl nochmal treffen. Mir Zeit für eine Zeichnung nehmen. Der ist niedlich. Das ist so einfach. Entschuldigung. Das ist also einfach. Aber muss aufpassen. Glaub, wir wurden verfolgt. Wahrscheinlich von einem der Schlappschwänze aus dem Orden. Boah, gemein. Scheiße, sie haben ihn erwischt. Oh. Ja. Das ist dann der wahrscheinlich, der hingerichtet wurde, ne? Da unten. Vermute ich. Halt, Entschuldigung, falscher Knopf. Yeah, roher Wahlknochen. Das ist gut. Ja. So. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Für uns da. Irgendein Porträtchen oder irgend so etwas. Da, was haben wir da? Betäubungsbolzen. Ja. So. Psst. Nicht so laut. Du wechselst die Leute auf. So, was haben wir da? Jawohl, nehmen wir auch gerne mit. So, la. Ein Badezimmer, da ist doch sicher irgendwo Badesalz, oder? Jeder hat Badesalz. Ein schönes Klo, machen wir wieder zu. Badesalz. Nix Badesalz. Die haben kein Badesalz, na gut. Da haben wir noch eine Elfenbeinschnitzerei. Ein Bild. Was haben wir hier drin? Einen Herd, ein Brot. Die Geräusche, ne? Was haben wir da? Nix. Was zum Essen? Braucht man nicht. Sind wir eh voll und satt. Und alles gut. Und hier? Aha.
Warte kurz. Mamilein? Mamilein hat sogar noch was für uns. Boden 99 Meter. 72. Falsch. 74. Entschuldigung. Warte, nehmen wir vielleicht das hier. Wenn wir schon so nah sind, vielleicht finde ich es gleich an. So. Aha. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hört sich das an, als ob da jemand schmatzen würde, ne? Alter, wo ist jemand da schon wieder? Okay. Aha. Was haben wir da entdeckt? Keine Ahnung. Mit die Blanchards Tagebuch zu magischen Zeichen. Aha. Vierter Tag, Monat des Clans. Es hat sich entzündet und der Heiler sagt, ich soll den Umschlag nach mindestens einem Tag drauf lassen. Also nicht nach, sondern noch. Er wollte mir mit der Lanzette kommen, aber ich habe mein Messer gezückt und er hat sich's anders überlegt. Aber nicht schlimm. Jetzt weiß ich, dass es nicht drauf ankommt, wie tief man die Tätowierung schneidet. Zu tief und sie eitert halt ein wenig. Ist keine Hexerei. 12. Tag, Monat der Lieder. Ich habe endlich erkannt, dass es mit einer Tätowierung für sich nicht getan ist. Die ist nicht mehr als ein hübsches Bild auf der Haut. Also habe ich mir die Zeichen auf Paolos Talisman angesehen. Keine Ahnung, wo er die alte, vertrocknete Hand her hat. Er redet nie darüber. Aber wenn was schief läuft, wenn er eine Kugel in den Kopf kriegt, ein Messer in den Bauch und so weiter, dann ist er wieder in dem kleinen Geheimzimmer neben seinem Büro, als ob nichts gewesen wäre. Vielleicht trinke ich mir irgendwann Mut an und frage ihn einfach. Ist jedenfalls nicht von dieser Welt. Ich sehe es dem Ding ja an. Achso, ja, das ist die Rune, ne? In dem versperrten Zimmer wahrscheinlich. Fühle mich in seiner Nähe ganz komisch. Ich wünschte, ich könnte mir die Zeichen genauer ansehen. Wette, da sind besondere Kräuter oder so in der Tinte. Oder vielleicht keine Kräuter. Irgendwas, was anderes oder so. Walhirn oder gemahlene Blutfliegenflügel oder was aus dem Bergwerk zu Pulver zerstoßen. Oder was aus den Bergwerken zu Pulver zerstoßen. Ach so, ja, okay. 25. Tag, Monat der Lieder. Wahlblut in der Tinte passt nicht. Fühl mich schrecklich. Kopf hämmert. Schlimmer als damals, als ich noch klein war und mir der andere Junge den Ziegelstein übergezogen hat, bevor ich ihn vom Wasserturm gestoßen habe. Und die Tätowierung wird einfach nicht gut. Na super. Hinter Paolo steckt mehr, als man sieht. Mhm. Kann man ja nur gratulieren. So. Aha. Oh nein, da ist nichts. Da ist nichts da. Gar nichts. Na gut, dann müssen wir noch die verbleibenden Sachen einsammeln. Aha, der Wind kommt. So, jetzt finde ich hier gerade nicht raus. Ist eh wieder typisch. Warte, das war doch hier. Ah, da. Boom, Clash Chepper. Was haben wir da Schönes?
Das liegt echt da draußen? Echt jetzt? Ah, da unten. Da ist nochmal alles aus. Okay, 44, 41. Ach so, ist das vielleicht beim Schwarzmagier? Nö, Schwarzmagier, ich bin auch so ein Depp. Schwarzhändler, meinte ich. Das ist unterirdisch. Ich glaube nicht, dass wir hier das finden, was ich suche. Da gab es aber hier eine Tür, ne? Hier irgendwo. Verschlossen. Was? Schlüssel zum Silber... Graphiestudio benötigt. War ja so klar hier. Sind das Heuler? Das ist gar keiner, ne? Großartig. So. Zwei sind's nur. Ich fürchte ja. Schön. Unter uns. Wenn einer aus der Reihe tanzt, werde ich ihm schon zeigen, wo der Hammer hängt. Hm. Da kann ja kein Mensch atmen. So viel Staub. Oh. Kann ich ihn jetzt erwürgen? Na, irgendwas stinkt hier. Und diesmal bin ich's nicht. So, wie stelle ich das am besten jetzt an? Wieso Warte. Ist es immer so? Warte. Warte. Speichern wir gut. Warte. Warte. Jetzt an. So heiß. Ah! Was beim Nichts ist hier los? Verflucht! Ich schreie dich an! Lass sie gehen! Komm schon! Heuler, hier drüben! Hallo! Wieso hat denn sie nicht hinkaut? Das wollte ich nicht. Warte, nochmal. So, laden. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die andere nehme, weil der haut sich nicht einmal gescheit die Birne an. Warum? Der ist doch... War der nicht jetzt verbunden mit ihr? Ich bin verwirrt. Hätte der jetzt nicht umfallen müssen? Ich habe gewusst, dass ich es versaut, darum habe ich gespeichert. Ist eh logisch. So. Was ist hier los? Beim Nichts ist hier los! Scheiße! Das war auch nicht richtig. Warum kommt die denn zu mir? Die müsste doch eigentlich zu mir herfliegen. Jetzt hat sie irgendwie einen Bogen gemacht. Voll komisch. Hä? hat es wieder irgendein Update gegeben, was ich nicht mitbekommen habe? Naja. Na, ich glaube, es gab schon mal ein Update hier für dieses Spielchen. Update. So. Das, hä? Dann muss ich den probieren. Was beim Nichts ist hier los? Ja, würdest du? Ich kriege dich schon. Na, das hat nicht gezählt. Okay. Irgendwie ist die nicht verbunden mit dem anderen. Das ist irgendwie total komisch. Muss ich nochmal probieren. Das verstehe ich gerade nicht. Domino hat doch auf beide. Ich will beide gleichzeitig ausschalten. Ich will nicht so viele Leute auch noch killen tun. Ich werde es zwar nie schaffen, ohne einen Mord durchzukommen. Was ja auch sehr schade ist, aber ja. Ah, jetzt, na, die war echt nicht verbunden. Ich war einfach...
Könnte echt was Kaltes zu trinken vertragen. Das ist nie passiert. Ach! Jawohl, aber jetzt. Buh! So. Wo habe ich denn einen jetzt hingetreten? Was? Da, ist der jetzt tot? Warum ist der jetzt tot? Warum? Ist der jetzt tot? Das ist mir völlig unbegreiflich. Ich will die ja nicht umbringen. Ich muss das mal ein bisschen mehr üben. Das gibt's ja nicht. Ich verstehe es nicht. Ehrlich. Ich will ihn würgen, ne? Da steht ja auch Steuerung, ne? Wenn es drücken tust, dann ist würgen. Ja, da bringt ihn aber um. Keine Ahnung warum. Die alte ist. Die ist alte. Also. Die Emily ist einfach nur blutrünstig. So schaut's aus. Und die will uns. Also uns als Spieler da, ne? Will sie da mit reinziehen in ihre Mordlust. Was ist denn Herrschaftszeiten? So. Seltsame Zeiten. Irgendwie anders. Im schlechten Sinn. Sollten was unternehmen. Jetzt geht er weg. So müde. Du musst heute früh. Jetzt vielleicht. Jetzt haben wir es hinbekommen. Geht ja. Bitteschön. Wo ist der andere hingeflogen? Jawohl, jetzt schnarchen sie. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Achso, der liegt da. Oh. Schaut so dumm aus. Ah ja, gut. Haben wir das auch. So, die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt da runter? Ich glaube, ohne Schlüsselchen geht das gar nicht, ne? Da ist aber wieder die Frage, woher kriegt man den Schlüssel? Ich habe keine Ahnung, weil hier ist ja alles zu, ne? Gibt es vielleicht ein Fensterchen, das ich einschlagen könnte? Warte, ich schau mal darauf. Na. Und wie schaut es mit da drüben aus? Na. Auch nicht. Zu, alles zu, alles zu. Wie schön. So, wie finde ich das jetzt an, wo ich rein soll? Darf, muss, wie auch immer. Da hört man irgendwo Blut fliegen. Irgendwo dahinter, ne? Vielleicht da? Aha. Aha. Was? Schon wieder eine Falle, Alter, ich bin so dämlich. Aha. Aha. Mieps, 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 mieps. Na, ihr Mäusebanden? Ja, mieps, mieps, mieps. Oh, da drüben steht jemand. Speichern. Das ist wieder speicherungswürdig. Einfach, ja, hier drauf. Okidoki. Sehr, sehr gut. Du Heilige, ne? Du Heilige. Soll ich ihn mir ranziehen? Oh. Scheint aber nur er zu sein, ha? Hey, da ist jemand gefangen. Okay.
Okay. Okay. Den müssen wir irgendwie ausschalten. Was bei nichts ist hier los? Ist jetzt hin? Na, bewusstlos. Sehr gut. Na? Ist das das Nichts? Bist du der Outsider? No, so schlimm ist er auch wieder nicht. Hast du doch was zu sagen? Befreien sollte ich ihn vielleicht lieber nicht, weil der geht mir dann sicher an. Knochenartefakte lesen, das haben wir eigentlich schon. Aber für den Fall der Fälle, Teil 2 ist es nicht, ne? Nö. Da, Rohrwallknochen, das ist schön. Da knarzt es die ganze Zeit, ne? Hier haben wir das. Knochenfragmente, jawohl, ja. So, das nehmen wir auch mit. Was haben wir da? Rezept alter Witwen. Marines geheime Pulver. Verursachen schreckliche Illusionen, unscharfe Sicht und ähnliches. 20 violette Seegurken in der Sonne trocknen lassen, bis sie fest und federleicht sind. Mit folgenden Zutaten in den Mörser geben. Eingetrocknete Klettenwurzel, 4 getrocknete Nimmblätter, ein halbes Maß Wallknochen sauber abgeschabt, zu Pulver verrieben. Zu Pulver verreiben. So, bis zum Gebrauch sehr trocken aufbewahren. Sorgsam darauf achten, dass nichts in die Augen gerät. Wie immer, ne? Adelins Nachttropfen. Verursachen Nachtschreck. Berauben Gegner ihres Schlafs. Eine reife Zitrone 5 Tage lang in einem Becher Ziegenmilch ziehen lassen. Pfui. Bis die Milch zu grünem Schaum wird. Ach du Heilige. Sollte dick und scharf sein, Zitrone entsorgen. Schaum mit Honig vermischen, köstlich, für den Geschmack. Und luftdicht in einer Flasche aufbewahren. 5 Tropfen in einem Getränk verabreicht, sollte ausreichen. Grandios. Das heißt, können wir sowas schon brauen oder was? Was haben wir da? Sekundärs... Spiralisation? Was? Sekundärspiralisation. Aha. Ein Rezeptchen. Wie schön. Dann Pistolenmunition. Brauchen wir alles nicht. Die Betäubungspfeile brauchen wir alles nicht. Haben wir ja mehr als genügend. So. Da ist eine Tür. Wen haben wir da drin? Also die führt nur nach draußen, ne? Okay, das können wir uns eventuell noch sparen tun. Achso, war der Kerl zum Ausrauben. Also haben wir schon, oder? Den haben wir schon geplündert, ne? Muss ich da nochmal kontrollieren tun, sicherheitshalber. So, ich laufe hier im Kreis herum, mit purer Absicht, weil ich wollte hier rein. Schon ob hier noch was liegen tut. Dem ist scheinbar nicht so. Das heißt Mamilein. Wir haben hier noch Knochen oder Runendingens. Da oben wäre eines. So. Ich möchte es halt schon gerne mitnehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja. Ja. So. Ja, das wär's dann, ne? Würde sich dann quasi anbieten, hier raus zu spazieren. Schleichend, selbstverständlich, und speichernd. Und der Part ist zu Ende, du Heilige. Na super. Perfekto. Passt das rein? Passt schon mal. Ja, dann müssen wir hier heute Schluss machen, ne? Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Schade, aber ist halt so. Ich bedanke mich... Oh. Ja, wo sind wir denn da? Beim Paolo. Ja, da schau mal einer an. Okay, ich glaube, wir gehen jemanden holen im nächsten Part. Na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute.
Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen, ja, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, oh, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!